Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miejscowości Bomteheide, niedaleko Bad Essen, gdzie pracowałem tutaj u pewnego fantastycznego człowieka i dzisiaj jego siostra ma urodziny. Na imię jej Inge Knapp. To idziemy, zobaczymy, jak mnie przywita niemiecka rodzina i czy Wam się to będzie podobało, to będziecie do mnie pisać na stronę artur-prezydent.pl. W kontaktach, formularz zgłoszeniowy i cała ta wiadomość ląduje na mojej skrzynce mailowej arturglowacki27@gmail.com, a możecie też pisać SMS-y wydłużone na numer 661-03-48. Ok, no to idziemy. Przygotowaliśmy piękne kwiaty. Z ogrodu od pewnej pani, która też potrzebuje mojej pomocy, bo w ogrodzie lubię pracować i traktuję to jako wielkie hobby. Zamykamy drzwi. Od demki, którą zamierzam sprezentować mojemu pracownikowi. No i zobaczymy, co się teraz będzie działo. Halo. 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 Inga. Halo. Korona? Korona. I bin krank. Korona, ja. Darum ich trage Maske. Helmut. Und. Und. Man kennt ihn nicht, was ich Maske mache. Ja, Maske muss raus. Nein, Auto steht rüber. Mhm. Ja. Das ist für dich. Ich wünsche dich alles Gute. Danke, Arthur. Danke. Ich mache einfach so große Überraschung, vielleicht auch eine kleine Überraschung. Schön. Aber für mich Claudia erzählt gestern, als du Geburtstag und und. Mój kochany prezydent z Czech też siedzi. Och, hi, Arthur. Hi, Heike. Bis jetzt ist noch alles offen. Norbert hat gesagt, er darf trinken. Nach dem Motto, wenn ich komme mit deutschen Familien, dann muss klopfen Tisch? Muss klopfen Tisch? Hallo. Hallo. Corona? Ja. Aber ich brauche deine Hilfe von Werkstatt. Ja. Von einem Auto, BMW. Ich muss Klotze wechseln und... Hallo. Wir hatten gestern auch Besuch. Und Frank gesagt, das ist auch Achse. Zu wechseln, aber weißt du, welche Seite Achse einfach so gesagt. Nach vorne oder hinten? Achse? Achse gesagt. Achse und Klossebremse und Scheibe auch. Bremsscheiben. Ein Mann, ein Wort. Was für ein Auto? Ich schon BMW 320 Turbo Diesel. Von Martin. Ach so. Von Kollegin. Was sind bei Martin gekauft? Ja. Von kleinem Geld, aber Salzteile kostet und weiß nicht, wie viel Arbeitsstunde. Am besten schwarz machen, also von der Garage oder draußen. Ne? Klotze, Bremse und Scheibe, das ist nicht so kompliziert. Ne? Einfach. Ja, ja, von dem oder wann, ne? Aber am besten von Werkstatt. Ne? Kostet viel Geld? Ungefähr? Weiß ich nicht, kann ich sagen. Muss Hubert entscheiden. Ja, ja. Ja, mal gucken. Erster Schritt muss Satzteile kommt. Ne? Ich schon bestellen von meiner Kollegin aus Pila, aus Polen und wollte ja, Dienstag oder Mittwoch schicken kleine Päckchen. Packung. Nach Osterkappel, ich abholen und vielleicht machen Termine. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht helfen für mich auch aus Shoppingen eine Jürgen Hosse, ne? Von Mercedes-Besitzer. Kannst auch kein Fahrrad fahren? Ich muss fragen. Ich wollte fahren Montag nach Shoppingen, abholen meine richtige Sache, Schmuck, ne? Ganze Koffer. Du stehst auch im Eichenblatt drin, ne? Ja. Mit dem Auto, suchst du eins, ne? Ach ja, gibt's ja dieses Jahr auch nicht. Und ich auch muss nochmal stellen eine Anzeige
Ich organisiere eine Reise nach Polen. Nur 5 Tage, 5, 6 Tage. Ein paar Männer schon gemeldet, aber mal gucken. Vielleicht von Bad Essen Bürgermeister helfen, für mich sammeln ein paar Leute noch dazu. Ja, gut, da brauchst du ja bestimmt mehrere dann, oder? Ja. Wenn Bürgermeister sagen, dann alle machen. Ich habe großes Haus, ne? Es sind viele Plätze, oben, unten. Ja, kleine, gerne. Wolltest du noch einen Schluck? Ich muss nicht trinken, viel. Ich habe Auto. Ich wollte nicht Führerschein einfach so verloren. Hast du frei? Ja, heute ganze Tag. Morgen auch. Und ich habe Spätschicht ganze nächste Woche. Montag, Dienstag. Frei? Bis 2 Uhr und dann ich muss. So, Spätschicht. Ja. Und wo bist du? In Bad Essen. Ja. Von Dr. Becker. Vitalis. Ja. Große Gebäude. Aber ich bin froh, dass viele Migranten arbeiten aus Russland, aus Kasachstan, aus Tschechien, Syrien, ja, Irak. Ganz nette Leute. Ja, für mich passt ganz gut. Wenn ich nicht verstehe Deutsch, zusammen sprechen Russisch oder Bulgarisch oder ein paar Wörter, exotische afrikanische Sprache. Ne? Ja. Habe ich Vertrag. Aber ich wohne in Osterkappel. Ja, nicht so weit von Kirche. Fennerstraße 7. Fennerstraße. Nächste Seite ist Friseursalon, große. Ja, weiß ich. Ja. Ja, schick. Hast du neue Karre? Nitro. Nitro. Aber super. Alu, bestimmt Alu. Kostet bestimmt 1000. Bist du vor? Ja, aber das ist neue Form, große Reifen. Ich fahre gleich, ich wollte heute engeln. Aber ich engel immer schwarz. Ne? Wenn kommt Polizei, bestimmt ich muss jetzt in Haft. Warum? Vorsicht. Ne? Aber Polizisten für mich ist ganz nett. Wenn ich sage, ich bin Präsidentkandidat aus Polen, ach so, du bist Artur? Ja. Ach so, dann fahr weiter. Ne? Du bist besoffen oder nicht? Egal. Ja. Ich ausgetrunken, nur kleine Bier. Ne? Von Familie knapp. Ja, heute gefeiert. Ja. Und dann weiter. Aber wenn ich sage, ich bin Betreuer von Helmut Knapp, also von Helmut, ja, dann fahr weiter. Ja. Wieso kennen die nicht? Ja, ich weiß nicht warum. Ich gesagt, einfach so, ich bin Pfleger, muss schnell fahren nach Hause, darum ist ein bisschen schneller fahren. Ne? Ja, dann fahr. Helmut muss, wenn warten, bestimmt muss Pipi machen. Ne? Ja, okay. Der Gruß Sie. Weißt du? Schon vor 3 Jahren eine Kontrolle gekommen. Ne? Ich muss schnell fahren. Helmut warten, schon angerufen. Ne? Also dann fahr. Helmut Knapp? Ja, dann fahr. Kenn ich Familienknapp, gesagt. Polizist, ne? Keine Straf, nix. Wenn ich gesagt, ich bin Pfleger von Helmut, dann fahr. Kein Problem. Ich sehe gar nichts, ne? Augen zu. Ich gas, unbesoffen? Nein, aber ich gesagt richtig. Er gedacht, Helmut Kohl. Ich bin heute tutig gearbeitet. In Limforde. Claudia auch, Nikolau. Die arme Schmerzen auch. Und jetzt eine Frau behindert, braucht meine Hilfe. Ne? Im Bad Essen. Gerade schon gesprochen. Wie heißt Helen Mammut? Ja, mal gucken. Ich wollte gucken, Familie Neggemann jetzt. Sage schöne Grüße. Und ein bisschen angeln. Ein paar Fische rein für meine Netz. Gut.
Und ich fahre schlafen nach Hause. Heute ab 5 Uhr nicht schlafen. Nachrichten aus Polen gelesen. Ne? Das ist wichtig für mich. Ich habe gar nichts Fernsehen zu Hause. Ne? Claudia gesagt, habe ich eine und muss entscheiden, welche. Ne? Hat zwei, Claudia. Ja. Aber alles kostet Geld. Fernsehen auch, kommt eine Rechnung. 17 Euro pro Quartal. Wofür? Kommt gerade eine Rechnung von ARD, Fernsehen, ne? Fernsehen und Radio. Muss bezahlen auch. Kostet 17 Euro drei Monate. Ne? Alles kostet Geld. Strom ist zu teuer. Ja. Und Miete? Miete 350 und dazu Müll und Wasser 50 Euro. Aber essen kannst du doch da, oder? Musst du da? Ja, ist viel Essen. Kannst du da doch? Ja, ich bin schon zugenommen. Nee, du bist dünn. Bauch. Dünn? Ja, du warst dicker. Aber Bauch. Ja, auch wenn aber du Bauch. Bei Helmut warst du dicker. Ja, mit Helmut immer gut gekocht, ne, zusammen entscheiden. Suppe, Hühnersuppe und Reibekuchen mit Apfelmus. Schöne Zeit, ne? Mit Helmut. Immer fahren eine Runde, gucken, was ist los. Waren diese Tage auch mit dem Rollstuhl? Ja, einfach so läuft. Ich fahre nächsten Monat nach Polen, gucke mein Haus, ein bisschen Garten sauber machen und zurück. Wann fährst du nach Polen? 15. September. September? Nein, Entschuldigung, August. Und dann hast du jetzt den Urlaub, oder wie? Aber nur, ich brauche nur 5 Tage. Und 2 Tage einfach so von Samstag und Sonntag, ne? Auch frei. Insgesamt 7 Tage, dann reicht. Und dann fährst du doch mit dem Auto hin? Na ja, mit Auto. Und hinten auch Anhänger mit Auto noch einer. Zu renovieren in Polen ist billig, ne? Von meiner Kollegin aus Pila, heißt Tadeusz Majewski. Typisch polnische Name, Majewski. Ich denke, es ist noch bei Egermann hier. Danuta. Danuta, ja. Danuta immer. Danuta auch wollte fahren nach Polen. 15., 17. Mal gucken. Wie gesagt, besser zusammen, ne? Aber Danuta ist immer skeptisch und hat viel Probleme mit Eltern auch. Vater ist nicht so gut drauf, bisschen ist krank, ne? Aber lieb noch. Und Danuta entscheiden ab Urlaub, wollte kurze Termine arbeiten. 3 Wochen, 6 Wochen und dann Urlaub nach Polen. Das ist die Show. Die kennst du doch, ne? Hallo. Große Besitzer, Tischler. Tischler? Tischler. Hinter ihrem Grund. Das war es. Nein, alle Leute sitzen zusammen im Restaurant, lecken Eis. Ja, Corona ist vorbei. Das ist sowieso, das ist alles Quatsch von Politiker. Viele Leute sterben von Stress einfach. Und die Alten werden sowieso gestorben. In Lungenerkrankung. Natürlich. Alle Leute müssen sterben, ich auch. Wo? Ja, muss reservieren eine Termine. Jetzt ist schlechte Zeit, alles kostet zu viel Geld. Keine sparsam. Wenn ich muss Rechnung bezahlen, das ist Geld vorbei. Aber ich habe Glück. Letztes Mal gewonnen auch Lotto, ne?
Ich bin entspannt, ne? Geguckt, einfach so Fernsehen. Drei richtige Zahlen. Und dann, das ist zwischen 10 Euro bis 12, ne? Ich gekommen, abholen Geld.